Das hast du ja im Normalfall eine Minute. Das heißt, der Vordermann rollt runter und dann ist eine Minute bis zum Start. Und das ist sicherlich für mich jetzt somit die längste Minute der Tour. Aber ja, das ist eben diese eine Minute, wo du da oben stehst, wo du dann an deinem Anzug rumzupfst und den Reißverschluss auf und den Helm nochmal weiter nach hinten und die Hosenbündchen nochmal hoch und die Socken nachgezogen und Klettverschluss von den Schuhen nochmal viermal auf und fünfmal zu. Und das sind dann halt so die Sachen, wo ich irgendwie da oben beschäftigt. Aber sobald du eigentlich den Asphalt unten erreicht hast, dann ist natürlich auch wieder egal, weil ab da geht es natürlich nur noch der Puls tendenziell Richtung 200. C'est le temps de Rolf Aldag. Derrière lui, eh bien, c'est dans les premiers expositions, va faire un bon temps. Le voilà à quelques 50 mètres de la ligne d'arrivée. Le champion d'Allemagne, Eric. Naja, Prolog, für mich ist das eigentlich mehr oder weniger so ein Aufgalopp. Weil es sind natürlich so Tage, wo ich genau weiß, ich kann eigentlich nur verlieren und ich werde auch verlieren. Die Frage ist natürlich, dass man sich sagt, ich möchte gerne den Rückstand so gering wie möglich halten. Ich hatte die ersten zwei richtig. Ja, hinterher. Die Auftaktsieger der Jahrhunderttour. Australier gewinnt Prolog. 7:26 ist erster Gelber. Ulle, respektabel. Telekom, Colombiana, Botero, 9. Tja, Rolf, bis wir unseren Platz haben, brauchen wir noch 3 SMS. Du Tour d'Italie, 6 victoires d'étape, Alessandro Petacchi, qui chaque année gagne de très nombreux succès d'étape. Die Tour ist natürlich 3 Wochen harte Arbeit. Stress, Spaß, Leiden und alles zusammen. Es gibt Tage, da macht es einfach Spaß, weil es läuft und weil vielleicht auch ein gewisser Erfolg da ist. Und das sind natürlich dann auch Festtage und andere Tage, da plötzlich hast du dann auf einmal irgendwie einen schlechten Moment und gehst ein bisschen durch die Hölle. Aber du weißt das ja frühmorgens eigentlich nie. Also es gibt auch Bergetappen, wo du denkst, oh, heute wird es ganz, ganz schwer, ganz, ganz eng. Und dann, weiß ich nicht, hast du einen super Tag auf einmal und fährst mit drüber und der ganze Stress ist einfach nicht da. Ja, und andere Tage, dann denkst du eine Flachetappe, alles klar. Und dann rasen die so, dass du einfach nur da mit musst. Das ist eigentlich das Schöne an der Tour, die ist unberechenbar. Das Hexagon, das Sechseck, das Frankreich ja darstellt, das wird immer wieder als Synonym genommen.
Und Erik Zabel hat eine Panne. Erik Zabel hat eine Panne, jetzt 10 Kilometer vor dem Ende. Oh, was für ein falscher, der falscheste aller möglichen Momente für Erik Zabel, jetzt die Panne zu haben. Jetzt ein Moment des Zusammenschlusses und ist die Straße frei für einen Solo-Vorstoß? Oder ist es schon zu spät? Es kann jetzt jeden Moment passieren, dass da noch versucht, sich einer abzusetzen. Rausspringt aus dem Feld. 11 Kilometer. So, jetzt gibt es einen richtigen Magenta Express hier. Jetzt spannen sie sich alle ein für ihren besten Mann bei Flachetappen. Ihren Kapitän. Und der kommt vor. Von Nadello herangeführt. Und sie sind alle dabei. Und von Ansturz. Aber Zabel ist weiter dabei. Nichts passiert für Erik Zabel. Kolz ist, glaube ich, da hinten mit dabei. Während Hasenbacher da vorne noch für Gero Steiner mitsprintet. Rechts. Dritte Position rechts. Erik Zabel. Noch arbeiten die Fassa Bortolo, Leute. Und von vorne. Und Zabel kommt unwiderstehlich. Erik Zabel. Oder nein? Petacchi war's. Es war doch Petacchi, der Mann, der 6 Giro-Etappen gewonnen hat. Und hier das Bild zurück auf den schweren Sturz, der jetzt das Hauptfeld aufhält. Es ist Jimmy Casper, der hat sich richtig... Elfbein, Nasenbein, es geht schnell. Immer, Tour de France, immer erste Etappe. Ja, ist doch immer gefährlich mit den Sachen mitten an der Straße so. Ja, ja. Nur Stress. Scheiße. Ey, Walter sagt jetzt dann noch, wir wollen versuchen mit 9 fertig zu fahren. So, Claudi! Ich habe so einen Schlagabtausch. Ja, ist so eine kleine Platzwunde am Kopf und so, aber sicherlich ist halt, er ist halt irgendwie so im Kopf in die Gitter eingetaucht. Da kannst du dir vorstellen, dass er mit 50 oder so nicht so angenehm ist. Aber er hat jetzt genug, Dann weißt du eben, ach, Lödi, oh, die arme Sau, die hat heute eine echt harte Nacht vor sich, ja. Eben alle Seiten, rechts, links, dann kannst du nur auf dem Bauch pennen. Immer wenn du dich drehst, ja, tut's weh oder siffst du da mit Laken ein. Ach, das ist eben richtig blöd. Ich habe ja vor allen Dingen gar nicht versucht, da irgendwie mit dem Sprint reinzuhalten, also. Ich bin ja eigentlich im Prinzip nur mit reingezogen worden in den Sturz und das ist halt natürlich noch ärgerlicher. Aber jetzt habe ich natürlich hier alles, die ganze Gesichtshälfte geprellt hier und da hinten Cut und so. Und ich sehe aus, als ob ich gegen Klitschko gekämpft hätte. Aber. Ja. Willst du machen? Also ich kann ja eigentlich auch froh sein, dass ich. Ich habe halt überall Hämatome, ja. Hier hinten an der Schulter und hier und am Bein und. Ich sehe aus wie so ein Schnitzel, aber. Ja, jeder, der losfährt, der weiß, das ist Risiko. Und das kannst du auch letzten Endes nicht berechnen oder kalkulieren. Das ist einfach da, ja. Und trotzdem denkst du immer, das erwischt mich nicht. It's not a bad, it's not broken back, but it's broken. It's
sure he's gonna have a lot of pain. He wants to give it a try to start. He got a lot of treatment and he feels pretty clear, pretty free. I mean, we will support him as long as we can, as long as he can. And I don't know how far he can go, you know, but there is no main risk for him to start. It's just a question of he can support the pain. And so decision is his, 100%. He worked so hard for 9 months for this. And I understand he wants to give it a try because this is his whole life. He committed his whole life to this tour. To be honest, when I started this morning, I didn't know if I'd be make it, you know, 10 kilometers. À l'époque, il faut voir que les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de TSF. Le seul moyen de voyager, c'était en lisant les journaux. Et donc, à partir de 1903, en suivant les exploits des coureurs. Et c'était d'autant plus beau qu'ils traversaient des régions qu'on ne connaissait pas, ou des régions qui étaient à 20 km de chez vous, mais qu'on ne connaissait pas. La France était immense, et quand les coureurs font un tour de 2500 km, c'est colossal. C'est comme s'ils avaient été en Amérique, sur la Lune. Et donc, c'est des coureurs qui faisaient ça. C'était des surhommes, je veux dire. Le départ de la première étape Paris-Lille est donné à la volée à Pierre Pitt. Au kilomètre 191, donc, c'est le surhomme de Jarry et pas celui de Nietzsche qui inspire peut-être Desgranges, qui a aussi des contraintes matérielles toutes bêtes, c'est vendre du papier. Et donc pour vendre du papier, il faut créer une épreuve démesurée, que l'adversaire qui s'appelle le vélo ne puisse pas copier. Donc on crée le Tour de France. Mais le Tour de France, ça devient une légende, justement parce que c'est démesuré, parce qu'on part dans l'inconnu. Parce que personne n'a jamais franchi ces routes. Très peu en 1903, il n'y a quasiment pas d'automobile. Et pour la première fois, il y a 60 cyclistes qui partent. Et il y a des routes qui seront franchies pour la première fois par, je veux dire, des hommes civilisés, entre guillemets. Autrement, c'était les paysans avec des chariots qui passaient sur... Et c'est ça l'aventure, c'est cette dimension épique. Et pour faire ces 2500 km en 6 étapes, et puis 5000 km en 13 ou 15 étapes, avec des étapes de 480 km, entre les Sables d'Olonne et Bayonne, c'est 480 km. C'est 17 heures, 20 heures de sel, avec la pluie, avec les orages, avec les ornières.
et cette démesure, c'est le sel du Tour de France. Mais en même temps, les coureurs l'acceptent, ça. Ils savent que c'est leur gagne-pain, et pour certains qui viennent de la mine ou qui viennent des usines, même si c'est dur, c'est beaucoup moins dur que d'être à la mine. Wichtig für uns halt dieses Mannschaftszeitfahren, da hat so jeder ein bisschen im Hinterkopf, der sagt, Gott, doch Gott, da fällt es natürlich richtig auf, wenn du einen schlechten Tag erwischt. Wenn du beim Mannschaftszeitfahren bei 9 Mann nicht richtig gut bist, dann hast du ein Problem. Und gleich am Start 3 Kilometer weg hoch, dann hast du ein echtes Problem, wenn die anderen 8 da so warten müssen oder so. Also das ist, glaube ich, bei jedem so ein bisschen im Kopf, da haben wir richtig Respekt vor. Gut, dann wann mal kurz mal verstecken hinterm Vordermann, aber muss immer wieder mal im Wind rein, ne? Das ist ja da, wie die Zeit gebracht wird. Das ist schon ein hartes Brot. Mancher Scheifer ist ein hartes Brot. Das muss man schon sagen. Hallo? Ja, 15 Sekunden schneller wie Gerold Steiner oben. We are 8 seconds faster than Onze. Wir sind 8 Sekunden schneller wie Onze bei 20 Kilometern. Aber wir haben 8 Sekunden, die wir da sind. Hier vorne kommt eine leichte Rechtskurve dann und danach eine Links-Rechts-Kombination. Right turn and after them left and right again without problems, ohne Probleme alles zu fahren. Yeah.
Top. Ihr könnt hier richtig um den Sieg fahren, ne? Ganz klasse, ganz klasse. Ihr könnt das Ding wirklich abschießen hier. Très bon, très bon. Jetzt kommt hier vorne noch eine Autobahnbrücke. Hoch, 200 Meter, runter, 200 Meter und dann kommt noch ein Kreisverkehr. Attenzione, un ponte, e dopo c'è un rondò ancora. Oh, super, klasse. Ja, ja, okay, US Postal 8 Sekunden langsamer, Bianchi 7 Sekunden langsamer. Okay, gut, danke schön, ja, ciao. Komm nochmal alles, hopp, 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 hopp. Komm, hopp, 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 hopp. Vino, va bene, va bene. Alle, alle. Hopp, 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 hopp. Komm, hopp, 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 hopp. Ganz klasse Rennen seid ihr gefahren. Très bon Kurs, hä? Ich hab gerade eine Frage gesagt, der Winkel. Cola Bacardi? Hey, komm, ich wollte mal kein Spiel. Der Vino, der kommt mir jetzt. Ja, warte ein bisschen. Ja, das ist wahnsinnig wichtig, dass man mit seinem Zimmerpartner, und für mich ist es der Rolf eben, dass man da eben auch so eine zwischenmenschliche Basis hat, ja, dass man dem eben doch das Gefühl hat, dem kann ich jetzt auch mal eine Sache erzählen, die ist vertraulich, ja. Dass man eben mal sagt und so, ey, Rolf und so, ich weiß nicht, was ich machen soll. So wie im letzten Jahr zum Beispiel mit McEwen, dass man dann sagt, schon nach 10 Tagen, du, ich hab da einfach das Gefühl, ich kann machen, was ich will, ich fahr da nicht vorbei, der ist schneller. Ja. Und dass der vielleicht auch mal sagt oder so, ja, ich hab wahnsinnig viel Schisse vor der nächsten Etappe und so, und dass man dann sagt, ey, Rolf, Junge, du fährst wie ein Moped. Ja, wer will dich, bitte, wer will dich in Gefahr bringen, ja? Und ja, wir sind jetzt schon im 11. Jahr dann so Zimmerpartner. Und das ist natürlich toll, ja, wenn du so, so wie so eine kleine Ehe. Also du weißt, der schnarcht nicht oder was weiß ich, der beim Einschlafen atmet da ein bisschen tiefer, aber das ist dann nach einer halben Stunde weg und dann kann ich auch schlafen. Und ja, dass man eben weiß, wer hat die Fernbedienung im Zimmer, der hat die Gewalt, ja, der hat die Macht. Und das sind eben alle so Sachen. Bon, ce qu'il y a, ils ont une méthode de vie qui est plus agréable qu'il y a 30 ans. Sur le plan rémunération, ils gagnent plus cher qu'il y a 30 ans, où le coureur était très certainement l'un des sportifs les moins payés. Alors que là, ça a beaucoup évolué. Il y a un confort qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas il y a 30 ans. En revanche, la souffrance dans la montagne, elle est la même, elle n'a pas changé. Vous pouvez mettre vos montres à l'heure du Tour de France avec les montres Festina.
Allemand à Baden-Cook, vainqueur d'étape sur les routes du Tour. C'était la seconde 20 km. D'un petit moment, donc d'hésitation. Bien évidemment pour Robbie McEwen, le porteur du maillot vert. Il est bien placé, Robbie McEwen. Robbie McEwen avec son maillot vert. Voilà donc Bradley McGee en première place qui emmène pour Baden-Cook. Le peloton maintenant dans les derniers hectomètres de cette étape, avec toujours les coureurs de l'équipe FDJ.com. On voit au crédit également bien placé Eric Zabel en quatrième position, au crédit à la troisième place. Devant, il y a bien entendu Baden-Cook, il y a la présence également d'Alessandro Petacchi. Dans quelques secondes, nous allons retrouver la dernière ligne droite pour la victoire d'étape mono le sprint. Et lancez maintenant pour une victoire d'étape qui va revenir à Alessandro Petacchi, qui s'impose. Troisième victoire d'étape devant Yann Kiesipou. Alessandro Petacchi, intraitable, s'impose. De toute manière, Yann Kiesipou n'a plus rien faire. Un sprint d'une totale lapidité pour Alessandro Petacchi, qui signe là une troisième victoire d'étape. Bon, on est parti. Jetzt schon hat es eigentlich funktioniert, oder? Nee, nee. Ich glaube ich auch nicht. Er darf nicht weglaufen. Warte doch mal! Er darf nicht weglaufen. Er hat sie in diesem Haar. Guck mal jetzt! Na, ich hab jetzt das neue Bild da auf meinem Bildschirm schon drauf von der Flippi. So leicht spitz, aber das ist halt besser. Nee, das ist natürlich im Finale nicht einfach gewesen, weil ich hatte heute wirklich nur Rolf eigentlich, der mir ein bisschen geholfen hat. Und hast du mal den Dachdecker angerufen? Jetzt die Tatsache, dass Petacchi so schnell ist und eigentlich dann da wirklich so viel besser ist als alle anderen, macht er jetzt eigentlich erträglich, ja. Weil viel schlimmer ist eigentlich, wenn du jeden Tag so Zweiter, Dritter bist und immer ein anderer gewinnt. Dann verzweifelst du natürlich, aber so sagst du halt einfach, ja okay, wer da am Hinterrad sitzt, der wird halt Zweiter bei Petacchi. Man weiß es nie. Weil ja, aber dann passieren so Unfälle. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man denkt, wenn man irgendwas anderes tut. Fino, ist das der, der schon den Tag weggefahren ist, ja. Zweiten Tag? Deshalb hat er das Blechtrikot. Mach ich. Okay. So. Wie geht diese hier? Du nimmst ja ein bisschen höher, ne? 4. Das ist eigentlich zu viel, da muss nur leicht, gleichmäßig. So, lieber Eter. Danke. Gute Sitzfläche heute. Ja. Du stehst auf und bist sofort unter Strom. Das heißt sofort Zettel, Koffer. Wann müssen die Koffer weg? Was haben wir hier für einen Abfahrtsplan? Und dann geht sofort Frühstück, taktische Besprechung. Das heißt, dann ist schon ein Rennen im Kopf eigentlich für den Tag. Dann fällt der Startschuss und die Tour ist halt einfach so wichtig, dass du sofort losfährst. Wo ist Erik? Haben die genug zu trinken? Was machen die Gegner? Wenn die Natur 10 Mann wegfahren, ist das halt einfach komplett Weltklasse. Und um die wieder einzuholen, da musst du ja schon richtig Schmerzen machen. Also versuch's zu verhindern, indem du gleich aufpasst. Allez, un boss qui est quand même assez long, hein. Et on a toujours le petit papier avec nous de l'étape. Avec là, on peut voir toujours en course quand on regarde. Ouais. Thank you.
toute façon, là, on est tout de suite mis à sa place. Hein. Si on a les jambes, on est devant. Si on n'a pas les jambes, on est derrière. 245 Kilometer, ja. Alles so eine Straße. Immer eine Nationalstraße. Flaschen musst du schon holen und trinken und 3-4 Liter. Also das Problem ist so immer, wenn die ganze Zeit so schnell ist, dann musst du ja, wenn das Feld eine Reihe ist, sag ich mal, von 200 Mann, dann ist das Feld fast 2 Kilometer lang. Und dann musst du von hinten nach vorne und dann ist das natürlich schon immer Anschlag. Und normalerweise wird dann halt so ein Mann wie Erik geschont, der halt nicht immer hin und zurück muss und die anderen müssen halt dann die Flaschen holen. Das ist natürlich auch nicht gerade angenehm, wenn du auch schon, sag ich mal, so am Hecheln bist und dann, ah, ich brauche eine Flasche, oh, okay. Manchmal verbindet man das einfach, da geht man rechts mal kurz pinkeln und so, hält an, dann bist du gleich hinten, dann kannst du auch. Hallo Doktor. Hallo Doktor. Komm hier. Mario Arzt zur Kontrolle. Mario Arzt. Mario Arzt. Sind Sie damit? Yes. Mario Reserve? No. No, okay. Today it's today. Guck mal, du bist ein bisschen größer. Kommen die nur noch hin, oder nicht? Ja, ja. Ja. Wir haben sie eingeholt. Altstadt, 2000 Meter noch. Es geht hinaus wieder und Erik Zabel ist schon... Starke Schmerzen im linken Ellenbogen und rechter Hand. Der Doktor hofft, dass nichts gebrochen ist. Die Handfläche war aber völlig aufgeschunden durch den Lederhandschuh durch. Dadurch konnte er nicht mehr zugreifen und hat dann so viel Zeit verloren. Die anderen Fahrer konnten nicht mehr anhalten, weil sie gar nicht mitgekriegt haben durch das weiße Trikot. Sagt Rolf Aldag, dass er auch gestürzt war, sondern haben nur auf Vinokurov gewartet, den sie wieder rangefahren haben. Und Erik musste dann sozusagen alleine kämpfen und kam mit etwa 5 Minuten Verspätung ins Ziel. Ich habe heute was gesehen. Ich habe ja schon mal so eine Aktion miterlebt. Aber der wurde dann verdreht in die Augen. Dann musste ich schnell hinlaufen und das Fenster aufmachen. Und er heute, ich sage, Ete, stehst du das durch? Eine Bürste. Und dann hat er sich unter der Dusche das nochmal aufgebürstet. Ja, richtig. Dass es nochmal geblutet hat. Enorme Flächen, ja, du musst die Schenkel sehen, die Arme, Ellbogen, unten an der Hand, das ist tief, so Knochen dran.
Das war schon, muss ich sagen, schon alle Achtung. Durch die Bürste machst du dir praktisch nochmal sozusagen den Cut, öffnest du ja dann nochmal, ja. Die gehst du nochmal alles nicht. Und dann blutet es eben nochmal, wirklich nochmal von innen raus. Ja, und wenn du das jetzt einfach so irgendwie eine Creme darauf machst und das das rauszieht, dann dauert das ja, weiß ich nicht, 5-6 Tage, bis das alles rauszieht. So ist schon besser. Deswegen denke ich, würde mich das dann wirklich nicht so beschäftigen. Eben wie die Hand. Die Hand ist, das ist nicht so toll. Aber, wie gesagt, das Leiden geht los, ja. Berge noch nicht mal da und schon. Alarm. Ouais, c'est les moments de réglage pour Tyler Hamilton. Il vient donc de régler sa selle et rentrant dans l'eau, le peloton vient de s'est arrêté à la voiture médicale. Il s'est arrêté auprès de Gérard Port pour que celui-ci y mette un petit coup de pompe.
Meiner kommt jetzt, Alter kommt jetzt. Oh, okay. Wir hätten natürlich gerne gewonnen, das war natürlich ein bisschen scheiße, wie Renk von hinten kam. Jede Mannschaft macht eine Sitzung morgens und sagt halt, ey, am Anfang werden Gruppen gehen und wir müssen einen dabei haben. Die ersten 30 Kilometer, er war immer so auf dem Tag auf 56. Die Mannschaftszeit von dem Runde. Nur da ist halt nach 70 Feierabend und dann, dummerweise musstest du heute 230 und dann kamen noch ein paar natürliche Feinde des Radfahrers, die Berge. Ja, und dann hat er eigentlich schon gedacht, dass er jetzt probieren wir noch 5 Kilometer, wenn Danny ist, wäre es besser auf. Und dann haben sie hinten halt sich ergeben, dann sind wir so ein bisschen weggerollt da. Aber da war eigentlich schon, hätte schon ein gutes Ziel sein können für mich. Da wäre ich schon zufrieden gewesen für heute. Entschuldigung. Büro vom besten Bergfahrer der Welt, Aldag. Ja, heute hatten wir ja Mr. 100.000 Volt in der Spitzengruppe hier. Ungefähr, ey, ist ja nur 230 Kilometer. Ich fahre mal nach 2 Kilometern weg und so. Rolf? Hm. Er hat Gelbe angeschleppt. Ja, wenn er die Etappe gewonnen hätte und er hätte das gelbe Trikot jetzt, dann könnte er draußen schlafen. Ich weiß, da hat er erstmal wie Renk abgehängt. Naja, kennst du den alten Anklamper? Das Problem ist einfach, die Kanten, wie Renk und Rolf, die sind halt, wie Renk und Bettini sind halt nicht so oft mit Rolf am Berg und bisher unterwegs gewesen. Sonst hätten sie das gewusst, dass er, ja, genau, wer zuletzt lacht, hat sich Rolf gedacht. Rolf als Bergtrikot morgen. Alle, alle, wow. Jeder Punkt auf dem Trikot hat mich wahrscheinlich ein Lebensjahr gekostet. Schätze ich. Und da sind reichlich Punkte auf dem Trikot. Ey, was meinst du, wenn du dann zum Essen kommst und die sagen, ey du Flasche, was hast du denn da gemacht, ey? Ah, er ist ja dann einen halben Tag vorne rum und dann hängen sie dich ab. Kannst du nie bringen hier bei uns in der Mannschaft. Ziehen sie die Ohren lang. Und meine sind schon lang. Die müssen nicht noch länger werden. Nee, das halt, ich meine, gut, wenn du dir bewusst machst, wie wichtig das hier eigentlich ist, die Veranstaltung. Ich hatte mein Handy vergessen auszumachen, hatte jetzt irgendwie 27 Anrufe in Abwesenheit. Das ist mir noch nie passiert in einem Monat. Und noch irgendwie 15 SMS oder so. Naja, lasches Ding, ey. 22 Minuten hinter Rolf. Hinter so einer Blase. Aber wie er losgefahren ist, habe ich gedacht, dass er eigentlich nur nach 30 Kilometer wieder absteigt, ey. Die Hand so am Lenkerchen so. Oh, das ist, da leidest du schon schön mit, ey. Das ist schon ätzend. An der Stadt, da so los, so halb schief. Tja, Rolf, das ist eben der Unterschied. Wo du dir letztes Jahr die Rippe gebrochen hast, war mir das scheißegal. Oh, warte, ey. Okay, jetzt packen wir den Scheiß wieder ein. Morgen früh wachen wir auf und das war doch alles nur ein böser, ganz böser Traum mit den rotgepunkteten Händchen. Ja. Richard und Jan Ulrich und
Armstrong. Oh ja, ja. Jawohl. Durch diese Pina West termina la ottava etapa del Gavilier Rouge. Der am gelben Trikot vorbeischrammte durch dieses Sonstgeschäft. Repito. Uno, dos, tres. En Alpi de West termina. Die Lasten des gestrigen Tages, Herbert, auch Rolf Aldag muss, aber das ist ganz normal, für seinen großen Ritt gestern heute Tribut zollen. Les coureurs qui brillent dans le Tour de France, qui vont au bout du Tour de France, qui gagnent une étape ou qui gagnent le Tour de France, leur vie est changée. Ils vont ouvrir une boutique qui va s'appeler au Tour de France, ils vont ouvrir des cafés, comme beaucoup de Belges, qui vont s'appeler au Maillot Jaune, au Tourmalet, etc. Le Tour de France change la vie. Au col, ils attrapent au vol un journal pour se protéger la poitrine du vent glacé et se le plongeons à 90 km à l'heure. Si le sport aujourd'hui, en 2003, est devenu ce qu'il est, c'est en grande partie grâce au Tour de France. Le Tour de France donne des repères. Il y a des paramètres, on passe au Tourmalet pour la 70e fois. Il y a des comparaisons. On voit que c'est vraiment un truc complètement insensé. Même si les conditions se sont améliorées, c'est toujours l'épreuve de la démesure. Et c'est ce qui fascine les gens. Quand on fait le Tour de la France, on appelle à ce moment-là la France le plus grand stade du monde. Ça change des stades de Munich ou de Mexico, qui sont de très beaux stades, mais qui sont confinés sur un petit espace. Le Tour de France, c'est la France, c'est les montagnes, c'est les plaines, c'est les Landes, c'est la Bretagne. Et ça, c'est le lieu idéal pour développer l'exploit. Ah.
Da muss ich jetzt erstmal gucken, wo er landen kann. Aber jetzt kommt Armstrong wieder. Oh. Hat er ihn erwischt? Ist er wieder dran. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das wird zu locker. Unser nächster hier, Reus Cattell. Ivan Maillot a quel succès alors que Dino Courante est toujours en deuxième position. Dino Courante qui va donc la. Alors que Dino Courante apparaît maintenant en deuxième position, derrière on retrouve là la femme rouge. Ich hatte immer Respekt schon von den Bergen, ja. Aber dieses Jahr hatte ich Angst. Und das ist ein Unterschied. Weil der Respekt, den brauchst du auch. Weil sonst hast du natürlich auch nicht die Bereitschaft, dich so zu quälen. Ja. Aber was anderes ist natürlich, wenn du vom Berg Angst hast. Also wenn du sagst, ich muss unbedingt über den Berg mit drüber, weil sonst habe ich gar keine Chance, das Zeitlimit zu schaffen. Oder dass du dir sagst, oh mein Gott, wenn die schnell losfahren, dann hängen die mich ja da schon ab. Ja? Und dann komme ich ja da nicht dran. Und selbst wenn ich bis ins Ziel komme, bekomme ich die Rechnung nächsten Tag präsentiert und so weiter. Und du darfst als Rennfahrer auch nicht zu viel überlegen. Wenn du über alles immer da nachdenkst oder so, dann wird das nichts. Aber wenn du natürlich so ein bisschen anfällig bist, ja, dann fängst du an zu überlegen und dann ist nicht gut. Wolf hat sich ja selber das Messer an den Hals gesetzt mit seinem Husarenritt da, ja. Und für mich ist es natürlich so, dass ich eigentlich von einer Sekunde auf der andere all meine Träume verändern musste. Also von wegen, ja, wenn es gut läuft, eine Etappe oder vielleicht auch mal im grünen Trikot fahren, hat sich ja wirklich durch den Sturz komplett verändert. Und dann war es eher so, dass ich die leichte Brustbarung ja, zur Eule oder zur Rolf gesagt habe, das wird ja ein Schwerbleib für mich. Nee, ist out, habe ich gehört, oder? Nein, ist wieder in. Ist wieder in. Nino, Felicitation. Ja, Felicitation pour l'équipe. Für die Mannschaft, Glückwunsch. Also war gestern eine klasse Aktion. Zu heute zur Strecke. Nach 4 Kilometern geht es im Prinzip los. 34 Kilometer geht es hoch, bei 38 ist die Bergwertung. Danach der Isoar ist ein bisschen ekelhaft, weil er eben so unregelmäßig ist. Ja gut, ich sage mal, das Rennen ist so schon hart genug und wenn du dann noch irgendwelche Probleme hast mit dem Körper oder so, dann... Wie gesagt, ich kann kaum im Stehen fahren und so und wenn sie jetzt am Anfang ganz schnell fahren, ich schmerzt es halt da mega. Ich habe gestern noch mal eine Spritze gekriegt, aber die hat auch nicht so viel geholfen. Also jetzt, wenn jetzt so... Mein Steiß merke ich eigentlich jetzt fast jeden Tag. Und eben wie es heute wird am Anfang, wenn ich heute durchkomme, dann habe ich ja morgen erstmal einen flachen Tag und dann mal schauen. Auf der Straße steht oder nicht. Ja, aber sonst standen sie so eng auf der Straße, das war Arbeit. Von Alessio.
Regardez vos photos. Le Tour de France, c'est les coureurs qui viennent vers vous. Les spectateurs sont traités comme des seigneurs. Qui paient pas en plus. Les coureurs du Tour viennent vers vous. C'est Hinault, c'est Lapize, c'est Indurain, c'est Armstrong qui viennent à votre rencontre. Vous, le petit employé, le minable, l'usager du métro. Aus. Hat er noch ein paar eingeholt jetzt? Ist er mit McEwen zusammen oder fährt er immer noch alleine? Mit Thormeyer. Ja, wir sind hier hinter Andreas Klöden und der ist ausgestiegen. Er war im Moment, hatte so viel Schmerzen im Rücken, dass er um die vier abhängenden Rennfahrer auch noch angehängt wird und war schon zweimal bei die Art, bei die Tour Art. Die haben im so gut wie möglich versorgt und es geht ihm nichts. So, er ist ausgestiegen, wir haben noch ungefähr 30 Kilometer jetzt und sitzt in Besenwagen. Okay, ist schade, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Wenn die Schmerzen so groß sind, dann kann er eben nicht mehr. Ich sag an der Verpflegung Bescheid, dass die ihn dort mitnehmen, ja? Okay. Das Bitterste ist ja in diesem bescheuerten Schlussbus zu fahren. Dann ist alle da am Berg, da fährt er mit 5 km/h vorbei und dann würdest du am liebsten deine Mütze über den Kopf ziehen, damit dich keiner sieht. Aber gut, das wurde mir leider nicht erspart. Aber was soll's. Descente 54, 10 4.
17 der Rückstand. Alexander Vinokurovs in der Gesamtwertung. Aber man muss die Tour de France nicht an einem Tag gewinnen. Nee, man kann ja Stück für Stück sich nach vorne arbeiten wie Alexander Vinokurov. Vino, 20 Sekunden vor Armstrong. 20 Sekunden vor Armstrong. Attention dans la descente. Ist ja ganz wichtig, er ist ja ein exzellenter Zeitfahrer. Vielleicht in der Spitze nicht so stark wie Lance Armstrong, aber er hat Kräfte genug und vielleicht greift ja in den Pyrenäen der ein oder andere an und dann kann er mal reagieren und hinten rausgehen. Belocchi ist gestürzt. Armstrong fährt in die Wiese, aber er kurft da herum. Jetzt mit einem. Da sehen wir das nochmal. Das, was du vorhin angesprochen hast, genau. In so einer weichen Teerzone ist ihm das Hinterrad weggegangen. Belocchi stürzt und da springt ihm in der Tat der Reifen hinten von der Felge. Man sieht es ganz deutlich. Joseba Belocchi. Die Gegenbewegung dann noch, genau aus dem Rhythmus gekommen und auf die Seite gefallen. Armstrong fährt in die Wiese, aber er kurft da herum. Das ist ja der helle Wahnsinn. Guckt er das an. Was macht er denn jetzt? Er kürzt sozusagen ab, kommt hier wieder rüber. Da wird er mit Sicherheit nicht bestraft werden. Ja, schon ein Sportsmann, wie er da drauf hüpft und sofort wieder Anschluss findet zur Gruppe. Die Enttäuschung, die im Gesicht geschrieben steht. Diese gnadengrenzenlose Enttäuschung. Kurz vor der Ankunft in Gap. Alle Chancen zunichte. Alexander Vinokurov, der heute sein Herz in die Hand genommen hat. Er wird der Tagessieger der 9. Etappe hier in Gap. Alle Vino, alle, 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 Nur noch 20 Sekunden hat Vinokurov auf Lance Armstrong wettzumachen. Très bon, Vino. Félicitations, félicitations. Danke, danke. Auf der einen Seite haben wir heute eine Etappe gewonnen, auf der anderen Seite muss ich wahrscheinlich dafür bezahlen. Das Schicksal ist manchmal ganz eigen, aber Pech. That's live. Naja. Merci bien, merci. Oui. Oui, oui. Bon, on verra bien, j'espère. Спасибо, спасибо. Кто?
Dieu! Attention, la petite fille! Non, mais c'est bon, mais si elle y va, ce sera tant pis pour vous, hein? Si votre fille est écrasée, vous ne viendrez pas pleurer, monsieur. Justement, ça sera bien de votre faute, monsieur. Souriez, vous êtes filmé. Un adulte est quand même un peu plus. Un petit sourire, vous êtes filmé. Je la laisserai toute la journée. Tant pis pour vous, monsieur. C'est pas la peine de crier sur les enfants. Je crie, monsieur, c'est de manière que vous m'entendiez. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil, monsieur. Il n'y a pas de problème, monsieur. Si on se rencontre un jour, monsieur, vous vous souviendrez de moi. Denn Erik hat, den möchte ich ehrlich gesagt, da möchte ich null mit dem tauschen. Ja. Das ist ja teilweise so, dass man sagt, so 200 Kilometer Etappe, Gruppe weg, die sind jetzt schon auf 8 Minuten, sind noch 70 Kilometer zu fahren. Wenn wir einen Sprint haben wollen, müssen wir jetzt fahren. Und wenn dann die Entscheidung kommt, fahren, vier Mann, dann ist natürlich schon, dann weißt du also genau als Sprinter jetzt, die vier Mann, die fallen jetzt im Hotel scheintot da in ihre Kiste und die erwarten jetzt von mir, dass ich es rausreiße. Dann ist schon... Also möchte ich gar nicht unbedingt machen, also beneide ich ihn nicht. Ja, also Sprint bedeutet eigentlich von der Physis her, du musst ans Maximum gehen. Dazu kommt eben diese Frage des Selbstvertrauens, ja. Wenn du natürlich ein paar Sachen probierst und hast Mut und es so ein Ding klappt, dann hast du natürlich auch Selbstvertrauen. Ne? Dann sagst du, mach ich doch morgen wieder. Und wenn du natürlich alles probierst und sagst, ich mach eigentlich alles richtig, nur bist am Ende doch geschlagen, dann verlierst du natürlich auch ein bisschen den Mut und das Selbstvertrauen. Zweimal, denke ich, gibt es noch eine Chance. Also Paris, vielleicht Bordeaux. Da muss ich mal sehen, dass ich auf der einen Seite den Arsch nochmal so zusammenkneife, dass es irgendwie zu einer vernünftigen Leistung reicht. Auf der anderen Seite muss ich natürlich ein bisschen auch dann den lieben Gott um Hilfe bitten. Ede, müssen wir es vielleicht doch drehen, ne? Wohl ist klar, mein Jung. Wir legen einfach nur so hin. Ist okay. Beine rasieren. Für die Wundversorgung besser, für den Fall, dass ein hier auf die Straße haut und aus Erfahrung
fahrt dann so 2 bis 3 Mal richtig auf die Straße. Bei der ersten Tour haben wir es gesehen, da hat schon fast jeder mal gelegen. Dann ist natürlich Verbandwechsel und so alles ein bisschen einfacher. Ist zwar eigentlich auch ein bisschen pervers, hat man für den Fall, dass man verunfallt, sich schon mal die Beine rasiert, aber der andere Grund ist auch noch mit der Massage. Die greifen halt schon richtig rein. Und wenn du dann mal so eine Woche nicht rasiert hast, dann siehst du aus wie ein Streuselkuchen. Weil du so direkt so Haarwurzelentzündung kriegst. Das ist natürlich auch nicht wirklich schön und angenehm. In dem Punkt ist man ja süchtig oder unersättlich, dass man sagt, lieber Gott, ich weiß, es gibt Wichtigeres, aber schenk mir doch noch ein, ja? Ja. Also, das mache ich nur schon ein paar Jahre. Und ich wäre jetzt nicht echt böse, wenn er jetzt irgendwann sagt, so, das reicht. Jetzt lassen wir mal einen neuen ans Ruder, ob wir, lassen wir mal den Baden Cook heißen oder wie auch immer, ja. Oder jetzt Petaki. Das ist nicht wirklich schlimm. Trotzdem hätte ich natürlich schon noch mal Bock, einmal so dabei zu sein. Theoretisch ist jetzt Halbzeit, aber praktisch. Kommen noch 2 Zeitfahren. Da müssen wir eigentlich nur ankommen im Zeitlimit, was jetzt machbar ist, 30%. Dann kommt noch die Paris-Etappe. Die ist auch relativ wenig stressig. Erstmal so ein bisschen langsam gefahren und dann in Paris selber ist es einem egal, weil vor der Zuschauerkulisse und so ist einfach so motiviert. Geht sowieso alles. Dann zählst du die 3 Etappen schon mal ab. Und dann bist du schon weit über die Hälfte. Und schon hast du wieder selber eine Geschichte erzählt, die du dann auch noch glauben musst. Du hast dir wieder ein bisschen Moral gemacht. Fahren, ja. Immer oben auf dem Wohnmobil und immer entgegen. Ich denke, so eine Scheiße und noch Gegenwind, ja. Der Windstand. Hinten nachher im Tal dachte ich, das wird besser. Aber dieser raue Asphalt und alles, ey. Immer beim Stück der ovale Asphalt. Immer bin ich schön gerollt, der jinkelt. Und dann wieder um eine Kurve, Baum, wieder nächste Idee. Das sind die Dinger, ey, die Nerven kosten und die Körner den Saft aus den Knochen ziehen. Kann ich ein bisschen? Ja, ich mach das ein bisschen frisch.
Du machst keinen großen Gruß, nein? Nee. Das Auto fährt mit Dr. Führer. Er fährt gleich zurück. Ich hab gedacht, ich werde verrückt. Ey. Immer wenn ich mal auf Tempo war, kam wieder rüber über die Kuppe. Hast du da aus dem Sattel rüber geschwungen. Runter kommt die nächste Welle. Achtung, meine Hand in. Ja, ja, ich bin. Das war auch so, immer wenn ich mal 50 hatte, 52, 53, denke ich, ja. Rinne eine Welle, wieder 38. Soll ich dir was sagen? Das war heute das erste Ding. Erste Zeitfahren seit damals, wo Bjarne. Das Harte geworfen hat. Wo Bjarne die Tour gewonnen hat. Da, Söreng, Lüttich. Dass ich Schiss hatte, dass ich aus der Zeit fliege. Im Zeitfahren. Im Ernst? Ich hab immer. Bin dann nur noch auf Durchschnitt gefahren, ja, auf km/h. Ich hatte 42 zwischendurch. Ich bin jetzt hier oben. Die Hose bläst du so an, ja? Oder bist du die? Ja, lass ich an. Ey, 42er Schnitt. Weißt du, wie schlecht das ist? Peter, was denn? Den Tritt hast du gefunden. Na, Junge, war doch gut. Schlimme ist, dass Rolf mit seiner Erkältung schneller fährt wie ich. Und das ist kein gutes Zeichen für den Kopf. Naja, jetzt kriegst du schon wieder Luft, aber. Na, jetzt kriegst du wieder. Was soll der Bären morgen in den Pyrenäen? Ja, die dürfen ja nicht schnell fahren. Morgen ist ja erst noch mal eine lange Anfahrt, Leute, bis dahin. Die können mir ja ruhig am Berg abhängen. Komm ich ja hin. Wie kommst du hin? Übermorgen. Übermorgen gilt's. Nach Paris kommen wir oder nicht? Ja. So. Ja, die waren am Limit, würde ich sagen. Ja, Rolf, so ist seine Erkältung, ja. Durch die Bronchitis, der sich eingefangen hat, ist ganz schwer. Rolf ist. Das muss ich sagen, ich habe da Angst vor Paris, ja. Das hat das Ziel erreicht. Yann Ulrich, 58 Minuten 32 Sekunden. Deuxième. Yann! Salut! Ich hab immer gesagt, er kommt wieder. Keine Frage, wenn er am Kopf klar ist, dann läuft das. Und er scheint seinen Kopf gerade gerückt zu haben und dann ist das okay. Na ja, mal sehen, was Vino jetzt zustande bringt und dann. Allez, Vino, allez, allez, le dernier 10 Kilometer, le dernier 10 Kilometer. Allez, Alex, hopp, hopp, hopp.
Vino, tu as déjà gagné une minute zu Mario. Vino, dabei, 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 dabei. Allez, allez, allez. Und maintenant, un virage à gauche. Attention, virage à gauche. Vino, félicitations. Très bon, très bon. Allora, Vino, se in effetti ha perso molto con Vino Curo, molto da Armstrong, non sa quanto tempo. Il y a deux sens, dans le, à mon avis, dans le, sens, dans le mot souffrance. Le mot souffrance peut être péjoratif. Par exemple, si je recherche la souffrance pour souffrir, très mauvais ça. Ça, c'est pas bon, c'est malsain, ça veut dire qu'on n'est pas bien dans la tête. J'allais dire autre chose. Par contre, la souffrance que l'on peut être appelé à vivre et à dépasser sur un effort et à force de doses d'efforts violents, ça c'est totalement différent. Ça c'est positif, ça c'est beau ça. Ça c'est beau parce que ça rappelle le courage, la persévérance, la fidélité, l'abnégation, la modestie et l'amour. Donc là, à ce point de vue-là, la souffrance qu'on éprouve en s'entraînant, en faisant des épreuves sportives, des compétitions, en pratiquant des métiers qui demandent un effort. Et la souffrance religieuse, c'est la même chose, ça. C'est pareil, c'est l'amour, ça. Ça, c'est beau. Ah, ben, j'aime ça, moi. Momento el olor de multitudes, el público se cierra, comienza la empurriña. Comienzan a aparecer las banderas del País Vasco, comienza a aparecer también todo lo correspondiente a la Marina. Se hace presencia del País Vasco, tres españoles, a la disputa del premio de montaña, presentando su bandera en los más altos, en el premio de montaña, el monte españoles. Les coureurs avaient des pompes sur les machines depuis les années 1906-1907 et le règlement interdisait que les coureurs se prêtent à la pompe. Il y a un type comme François Faber qui était un grand coureur mais qui était sauté, un type merveilleux, très généreux, pour ne pas faire suspendre ses collègues. Quand il voyait qu'un collègue n'avait plus de pompe, n'avait plus de boyau, il laissait délicatement sur le bord de la route sa pompe et son boyau pour ne pas que les commissaires le coincent et pénalisent l'autre. Ça, c'est les histoires. Le Tour, ça a toujours été une histoire d'hommes, avec des très grands et des très petits. Wenn der Chef einen Platten hat und alle fahren so weiter, als wenn sie nichts angeht, ist das natürlich für seine Moral auch schlecht. Also
Ist dann natürlich auch erstmal gut überhaupt, dass man sagt, ja klar, ohne Frage, eine Chance zurückstellen und warten. Hat eben schon auch so viele Erfolge Rolf zu verdanken, wo er sich eben denn absolut aufgeopfert hat und hat eigentlich alles, was er konnte, so in die Waagschale geworfen und ja, sowas verbindet natürlich schon. Und Rolf ist sicherlich jemand, wo man sagt, da hat man auch absolute Vertrauen zu, da weiß man, wenn wir fahren, dann fahren wir richtig, da wird eben nicht gezögert oder da wird vielleicht noch auf eigene Chance gefahren. So was kannst du eben in deinem Leben nie wieder jemand zurückgeben. Ja? Also da kannst du zwar sagen, das werde ich dir nie vergessen und so, aber sowas kannst du einfach nicht zurückgeben. Und, klar, ist halt unser Job und wir werden auch dafür bezahlt, dass wir gut Radfahren. Aber es ist natürlich auch immer so, wenn du so lange zusammen bist, dann ist halt mehr. Ulla hat einfach so eine natürliche Klasse. Da kommen wir eben niemals hin. Da können wir trainieren, wie wir wollen. Ja. Und wir trainieren ja auch gut. Wir sind bestimmt zwei Räufer, ne? Ich bin bestimmt echt trainingsfleißig und machen für den Sport eigentlich alles und leben dafür. Aber da, wo eben bei uns das irgendwo aufhört, gerade jetzt in Bergen, da fängt es bei Ulla an. Ja? Er hat einfach so eine naturgegebene Gottesgabe. Ja? Die hat Armstrong, ja. Und vielleicht noch zwei, drei andere. Und eigentlich ist es jetzt schön mit anzusehen, dass er das wieder für sich entdeckt hat. Also wichtigstes Ziel ist, wieder seine Position zu verteidigen. Ich denke mal, es ist die schwerste Etappe der Tour, könnte auch mit eine sehr entscheidende Etappe sein. Wir gehen im Prinzip so ran, dass Vino bei Ulle und bei Armstrong bleibt. Um Gottes Willen, heute ist Alarm, ja. Aber ich meine, dafür sind wir ja eigentlich auch geboren, dass wir denn in so einen Tagen eben versuchen, das Unmögliche dann irgendwie noch klar zu machen. Also wenn ich heute nicht wirklich einen rabenschwarzen Tag habe, dann komme ich ins Ziel. Ja. Also dann fahre ich zwei Berge mit. Wenn ich ganz viel Glück habe, schaffe ich den dritten auch noch. Und dann kommt noch der vierte und der fünfte und dann verliere ich am fünften zum Ziel hoch halt 8 Minuten und an dem Berg davor verliere ich halt nochmal 6 oder so und komme in einer Viertelstunde rein, fast rein.
Du hast natürlich auch immer Angst, dass du das einen Tag nicht schaffst, ja. Und das sind immer die Tage, wo du dann anfängst und holst dir das Reglementbuch raus, wo genau natürlich die Koeffizienten drin sind mit der Karenzzeit, bei wie viel kmh und wie viel Prozent da darfst du haben. Und oft war das dann eigentlich so, dass das dann nochmal so ein auf den Etappen so dieser Motivationskick ist, ja, wenn du ausrechnest, oh mein Gott, 35 Minuten heute, das wird ganz eng, dass du dann eben auch sagst, also über den Berg oder so komme, was wolle, da muss ich mit drüber. Und wenn du dann natürlich schon 5 Kilometer vor der Spitze abgehängt bist, ja, dann sagst du natürlich so jetzt alles. Alles hoch und alles runter, weil unten muss ich dran sein. Wenn ich unten nicht dran bin, dann gute Nacht. Und irgendwie klappt das dann auch. Du musst dich eben wirklich konzentrieren, auch runter zu. Problem ist nur, wenn du so breit bist, dass du schon über Kreuz guckst, dann fährst du natürlich auch irgendwie wie so eine Maus da runter, ja. Weil du dann natürlich das ganze Selbstvertrauen verlierst und triffst natürlich keine Kurve mehr. Mit Jun waren wir kurz in Schwierigkeiten, aber der ist jetzt auch wieder dran am Feld. Super, los, rein in das Neue, das müssen wir sehen. Sollen wir mitfahren? Ja, dann können wir mitgehen. Vino, 2 Kilometer für den Monti, 2 Kilometer für den Monti. Flasche raus. Attention, les derniers 2 Kilometer sont très durs. Ja, da kommt von hinten, du hast es gesehen. Alle Vino, alle, 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 alle. Alle, Alex, kann er zeigen. Da fährt er vorbei, bis wir da gewinnt es nicht mehr. Oh, Vino, la Enardo, Lardo ti aspetta. 45 Sekunden, ah hier. In die Füße. Ja, da kommt für ihn. Tu as un retard sur le groupe de tête, 1 minute 40. Allez, Vino, alles. Wer ist das noch? 10 Sekunden haben wir bereits. Aber interessant wird natürlich der Abstand zwischen ihm und Armstrong. Der 5. Platz steht zur Disposition. Vino Correa muss jetzt alles geben. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt läuft die Zeit. Und zu Belgien. Bei 41 Sekunden ist Vino Correa über die 40 Sekunden hat er gehabt. Da hat er jetzt 30, ja? 39, 34. Er bleibt im gelben Trikot. Lance Armstrong vor Ivan Basso zu Beltia. 43 Sekunden. Glückwunsch. Oggi non aveva la gamba. Senza gamba non stai così lontano davanti, eh? Ma. No, io ti dico. A metà avevo già un po' di crampi, eh? Sì, sì, sì. Non ero messo bene di gamba. Quando arrivi, se mo, se possibile fare un chilometro, anche più. Invece lui, no, blocca, blocca. Ah, che bravo, Vino. E après, dans le final, là, c'est commencé à être dur. Mais j'ai encore eu la motivation pour rester dans la roue à Vino. C'est impressionnant quand il me passe comme ça. J'ai dit, c'est presque une moto, quoi. Impressionnant. Hier, moi, je voulais abandonner, j'étais à bloc, hein. J'étais mal. Puis aujourd'hui, je suis devant avec les meilleurs, c'est super. Et tous les gens aussi, le téléphone, voilà, c'est super. De marcher, c'est super. Buona notte, ciao.
mettre par rapport à Lance Armstrong, lequel connaît bien évidemment aujourd'hui plus qu'hier son rival, c'est-à-dire Yann Ulrich. En bas, le plongeur aura réussi une grande étape, lui qui a souffert mille mouillères. Sylvain Chavanel termine devant Carlos Sastre, devant Tony Menchoff, ou encore devant, donc on retrouve, voilà, un troisième coureur qui est Roberto Leiseca, qui avait gagné ici en 2001. Voilà l'arrivée de Carlos Sastre, de Roberto Leiseca. Dans le Tour de France 1924, à l'époque, les routes sont non goudronnées, parfaitement infernales, pleines d'ornières, et les silex giclent sous les pneumatiques. Et avec beaucoup de force, peuvent pénétrer dans l'œil. Et quand un coureur a les lunettes qui sont couvertes de poussière, qu'il les enlève, il est à la merci du silex. Et ça a été le cas d'Honoré Barthélémy, qui a eu un œil crevé à cause d'un silex. En 1924, Honoré Barthélémy enlève son œil. Et quand on ne sait pas, c'est un œil de verre. Mais la première fois, on se demande ce qui se passe. Et cet œil de verre le fait parfois souffrir, et il le remplace par un morceau de coton. Et quand les gens qui voient la course du bord de la route ou de l'intérieur des rares voitures voient qu'il a un trou avec un morceau de coton blanc, ils sont parfaitement sidérés. Ich glaube, umso älter man wird, ja, umso mehr wird man auch ein Weichei. Klar, jeder hat schon x-mal die Knie und die Ellenbogen offen gehabt, ja. Und du weißt ja, wie das alles wehtut. Nur, wenn du in dem Moment dran denkst, wenn du eine Abfahrt runterfährst, dann fährst du auch schlecht runter, ja. Also dann bremst du natürlich immer schon 10 Meter eher, ja, und fährst nicht mit dem Tempo rum, wie du eigentlich könntest. Eigentlich eher andersrum, dann fährst du halt runter auf der letzten Rille und bist unten vielleicht wieder dran und sagst dir, oh mein Gott, wenn da jetzt mal irgendwo ein Auto hinter der Kurve gestanden hätte, weil ein anderer Reifenschaden hatte oder dir wäre selber irgendwie der Reifen geknallt oder irgendwas, um Gottes Willen, ja. Aber da denkst du immer erst nachher dran. Kurve in der Abfahrt Gegenverkehr vermutest und da rumschleichst und erst einen langen Hals machst und die anderen halt schon 2 Kilometer weiter, wenn du da unten rauskommst. Ja. Ja, wenn du jetzt im Hotelzimmer sitzt und sagst, ist es vielleicht schlau, mit 95 km/h einen Berg runterzufahren auf 21 mm breiten Reifen mit einer klassischen Seilzugbremse, dann wirst du für dich sagen, ist nicht wirklich schlau. Aber in der Rennsituation ist ja keine Gedanken. Beeindruckendsten Leistungen an einem Tag bei dieser Tour de France. Tyler Hamilton, der sich auf der ersten Etappe an der Schulter verletzte, gewinnt die letzte Bergetappe der Tour de France 2003. War natürlich so, dass der Hamilton vorne gefahren ist wie ein Motorrad. Also echt, da alle nur noch mit dem Kopf geschüttelt, ja, wie der gefahren ist da vorne. Weil die sind immer so. Als ich wieder zur Spitze hin, also zum Feld hingekommen bin, da waren es noch 55 Kilometer. Ja. Und dann, ich hab da auch extra keinen Funk heute mitgenommen, weil der irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass ich überhaupt nochmal Kontakt zur Spitze bekomme, ja. Und dann habe den Erstbesten da gefragt, ey, wie ist denn die Situation hier? Also haben sie gesagt, ja, einer ist vorne, Hamilton, mit 5 Minuten noch was. Und dahinter sind nochmal 3. Und die holen wir auch nochmal zurück, die 3. Die sind kurz vor uns. Und dann sind da immer so 10er Truppenteile in der Verfolgung eingestiegen. Und die hat es, alle 10 Kilometer hat es die Jungs dann aufgestellt. Also das war Wahnsinn.
Und der kommt noch an mit 2 Minuten. Also schon viel gesehen, aber das war natürlich eine extra starke Nummer heute. Yeah, I've suffered a lot this Tour of France. It's, I feel like I've been racing for 5 weeks. But only a few more days. Secondes à Lugdenviel, qui a attaqué dans le col de la Rama lors de la première étape de montagne, qui a attaqué dans la Pelvez derrière Iban Maillot, qui a attaqué encore dans Gap où il a triomphé. Et puis une nouvelle fois sur le plateau de Bonasque où il avait été contré avant d'attaquer encore une fois dans Père Sion. Et ensuite, étant un peu fatigué, eh bien, il a dû répondre et résister, notamment dans le tournoi vers les Ardennes. C'est parti pour Alexandre Vinokourov, le Kazakh, vainqueur cette année de Paris-Nice, vainqueur de Vincennes-Valbraes, vainqueur du Tour de Suisse, sa plus belle saison chez les professionnels, même si lui aussi l'a dit, 2003 restera une année noire puisqu'il a perdu cette année sur son ami André Kivilev. Certainement, vous avez vu qu'il n'a pas de jugulaire à son casque. Il a vraiment enlevé le poids partout où c'était possible. Tour de France 2003, où on a eu des surprises quasiment chaque jour. Ulrich était à 2 minutes 10 d'Armstrong après l'Alpe d'Huez. Petit à petit, il est revenu jusqu'à 15 secondes avant de perdre du temps dans l'ascension vers Luzardiden après avoir attaqué Armstrong dans le Tourmalet, sans parvenir à le lâcher définitivement. Sévèrement contré ensuite par le champion américain. Oui, il y a des changements de rythme physique, mais aussi. Lance Armstrong arrive à son tour. C'est parti pour Jan Ulrich. Il vient de descendre la lampe de lancement en danseuse pour prendre le plus de vitesse possible. Le mauvais temps qui règne en ce moment, avec la pluie qui frappe les yeux. La plupart des coureurs ont mis des lunettes blanches, mais ils ont quand même fait soin de se protéger les yeux. Dans 10 secondes pour Lance Armstrong, qui l'a répété ces derniers jours, il n'a jamais perdu le dernier chrono du tour. C'est parti pour 49 km, Pornic-Nantes, pour garder ce maillot jaune. Il veut gagner cette étape à Armstrong, non seulement garder son maillot jaune, mais remporter l'étape et montrer que Ulrich n'était pas forcément dans ce Tour de France 2003. Meilleur rouleur que lui, évidemment, Ulrich va trouver le contraire. Et derrière, Lance Armstrong. Régulièrement par Johan Brunel qui est assis dans la voiture juste derrière lui. On rappelle le premier écart alors que Armstrong va mieux, il avait pris 6 secondes en échange. Mais elle casse un peu le visage et elle doit effectivement arriver 40 km. Yann Ulrich est un petit peu plus vite, attention, tap de 4 secondes. Ouais, 4 secondes d'avance sur Ulrich. Ja, du, es hat 8 Sekunden. Oder ist es 1 Tag? Ja, also 21,90. Also nicht ganz 2 Sekunden. Qui l'oblige à prendre des risques à son tour. C'est certainement une solution. En tout cas, les deux garçons se livrent à fond. Ils ont un duel qui est très serré. Il a tourné l'avantage légèrement dans le front. Oh Gott. Noch du hat das nicht entschieden, der Stoß. Er hat schon eine Minute gehabt. Non, mais c'est pas vrai. Il sait plus. Redonne. Oh! Il a arrêté! Oh! Ja, das ist schon weg vom Fenster. Ja, dann sind das 10 Sekunden, die Armstrong noch schneller ist. Als 10 Sekunden hinter Armstrong. Ja. Yeah.
Nord franchit donc la ligne d'arrivée, ne gagne pas ce contre-la-montre, mais il consolide sa première place au classement général. Ich sage, der Krieg ist zu Ende, sei gerade zum Doktor. Jetzt geht es allmählich ins normale Leben zurück. Ja, ja. Der letzte Tag und dann. Also wenn ich jetzt wählen könnte, sofort ins Hotel oder erst noch fahren, würde ich doch lieber fahren. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist dann wirklich so, dass da jeder nochmal über sich hinauswächst und denkt, geht nicht mehr, aber steigerst, geht alles. Man steigert sich richtig rein. Ne? Normalerweise die Menschenmassen und so. Für mich, wenn du so willst, ist 6,5 Kilometer die Runde. Größte Rundstreckenrennen der Welt. Ja. So viele Zuschauer und so. Wahnsinn. Das ist natürlich nochmal eine wichtige Etappe. Oder nochmal eine schöne Chance. Jeder sagt eigentlich, ah. Au crédit et Damien Nazon qui est également aux premières places, c'est Torozote qui tente de passer Baden Cook, Robbie McEwen, et c'est donc oulala, au quel final. Voilà, ouais, c'est super, j'ai fini mon premier Tour de France, c'est quelque chose de très fort. Je suis heureux. Je me sens, tout le stress que j'ai pendant 3 semaines, c'est évacué. J'ai la chair de poule, ça fait la. C'est, maintenant, je suis tranquille. Maintenant. Je suis vraiment super content. Ja. Schwer war es wie immer. Aber was war eigentlich vorher? Dass es schwer wird.